Herr Mendel, bis jetzt sind über 90 Gemeinden ausgezählt. Es sieht so aus, dass Sie entweder den zweiten oder den wie sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich muss sagen, es ist immer wichtig, dass die drei CVP die drei ersten Plätze haben. Und dann es gibt noch alle Städte von Unterwallis. Das kann noch etwas mitbringen, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Wenn es das Gegenteil würde, würden wir sehr unzufrieden. Also bis jetzt geht es sehr gut und ich hoffe, dass es auch bis Ende des Nachmittags das so geht. Und so werden wir alle drei CVP sehr, sehr zufrieden. Sie haben ja auch im Oberwallis diese Stimmen geholt. Ja, das habe ich bemerkt und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr oft im Oberwallis. Ich habe sehr gute Kontakte mit Oberwallisern und ich fühle mich zu Hause im Oberwallis, wissen Sie. Ich muss nur noch mich im Oberwallis verbessern. Aber sonst, ich kann das noch nicht ganz sagen, aber wenn ich noch für 4 weitere Jahre gewählt werde, das heißt, ich werde noch viel mehr im Oberwallis und mit viel, 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 viel Glück. Sie haben ja auch den Bonus des Amtierenden. Was würden Sie sagen, wie viel spielt dieser Fakt mit? Dass Sie was meinen Sie? Sie sind ja ein amtierender Staatsrat. Ja, das ist so. Man kann nichts mehr sagen. Wissen, wir sind heute 13 Kandidaten für 5 Plätze und wir haben alles gehört während diesem Wahlkampf. So einen Wahlkampf hatte ich nie erwartet. Also das ist schwer zu sagen, wenn das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, also schon ein Staatsrat zu sein. Ich weiß nicht, wir werden das halt Ende des Sonntags sagen. Gut.